Parallelgesellschaft. Bitte? Ja, Parallelgesellschaften gibt es nicht, nicht sesshaften Bereich. Da gibt es Leute, die sich darum streiten. Da gibt es klare Regeln, wer wo betteln darf, wer welche Schlafplätze trifft, wer hier der Chef ist. Parallelgesellschaften gibt es vielleicht im Biker-Club, die also auch eine eigene Exekutive und Legislative und Judikative haben. Das sind eigentlich komplette Gegengesellschaften. Das sind nicht einfach nur parallel, die sind wirklich gegen uns gerichtet. Und die haben überall, wir haben es mit Zwangsehen zu tun, die hier vollzogen werden. Wir haben es mit Ehrenmorden. Erinnern Sie sich noch, als in Wuppertal, dieser Fall war mit dieser sogenannten Scharia-Kultis, also was für das die Medien so erzählen, als wenn etwas Besonderes wäre. Die haben das so aufgedunsen, weil die, wahrscheinlich weil die Aufschrift Scharia-Kultis draufstehen hatten. Das gibt es überall. Entschuldigung, dass da so Scharia-Wächter rumlaufen, die einem das Leben schwer machen können. Das haben wir fast in allen Metropolen. Und es gibt wirklich No-Go-Areas, zum Beispiel für Schwule, wo die genau wissen, da gehen die nicht mehr durch. Und was ich allerdings in der Hinsicht noch fast bedrückender finde, ist, dass es das inzwischen auch für jüdische Mitbürger gibt. Das also das Gegenteil gibt in Neukölln, wo die sagen, tagsüber vielleicht noch gerade, aber sobald es dunkel wird, nicht mal mit dieser Kippa wie dieses Hüchner, nicht mehr als Jude, dann bist du hier arg bedroht in diesem Land namens Deutschland. Also da wird es mir also schon sehr, sehr mulmig. Christen übrigens auch. Es gibt Flashmobs. Und die werden ganz stark angegangen. Man nennt das Flashmobs, weil sie sich übers Internet verabreden, in Fußgängerzonen, und machen so eine kleine Mini-Demonstration mit einem Gebet, wo sie aufmerksam machen auf Christenverfolgung. Und die machen in Farben mit. Das kann man im Internet nachgucken, in YouTube-Filmen. Einfach mal unter Flashmob gucken. Jetzt 2015, 2014, 2013 Christenverfolgung. Wenn man danach sucht, da gibt es Klamotten, das kann man sich nicht vorstellen, wie dann die muslimischen Leute dahinter stehen, dazwischen rufen, dem Mädchen das Mikrofon wegnehmen und lauter solche Geschichten. Ja, na also, Minimalanforderung, die Verpflichtung darauf, so etwas müssen wir vermeiden in unserem Land. Okay. Ja, jetzt kommen wir jetzt. Jetzt kommen wir dahin, was die meisten eigentlich hauptsächlich von mir erwarten, dass ich jetzt zu etwas zu der aktuellen Asyl- und Flüchtlingssituation was sage. Und da muss ich Ihnen sagen, wird es wieder ein bisschen anstrengend jetzt für Sie werden. Denn ich beginne hier auch wiederum damit, dass wir zunächst einmal wirklich sauber arbeiten müssen und sauber differenzieren müssen. Der offizielle Begriff heißt Asylantragsteller. Man sagt Asylbewerber, ist aber auch okay. Und wir müssen ganz genau die einzelnen Gruppen unterscheiden zwischen den anerkannten Asylberechtigten, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen, Subsidiärschutzbedürftige, Personen mit festgestelltem Abschiebeverbot und die abgelehnten Antragsteller. Ich mache das im Detail an der nächsten Folie. Ich hoffe, diesmal haben wir einen kleinen Raum, dass man das so sehen kann. Was Sie hier sehen, ist eine Direkt-Screenshot vom Hochladen einer Seite vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das gebe ich übrigens allen, die ein Interesse daran haben, sowieso als Tipp. Wenn Sie mal wissen wollen, wie sich da was gerade so entwickelt, brauchen Sie bloß am Rechner eingeben BAMF und dann Zahlen zu Asyl. Die haben, solange zumindest der Manfred Schmidt noch der Leiter war, richtig total sauber dokumentiert. Das war wirklich klasse, da konnte man die Hölle drauf beziehen. Seitdem der Weise da ist, gibt es da komische Änderungen. Das ist ein bisschen etwas merkwürdig. Aber ich möchte Ihnen das, was jetzt kommt, anhand dieser Tafel erklären. Eigentlich brauchen wir hierfür, ach jetzt, hier aber mein PowerPoint ja nicht raus. Eigentlich brauchen wir hier bloß die unterste Zeile sich mal anzukommen. Gucken. Also das Jahr 2014. Ich komme auch gleich die aktuellen Zahlen noch. Das aber, weil sowas ist ja auch saisonal abhängig. Man geht ja jetzt auch davon aus, dass der Flüchtlingszustrom sich auch wegen des Winters etwas reduzieren würde. Das ist das letzte komplett vorliegende Gesamtjahr. Und was Sie hier für Zahlen sehen, sind nicht diejenigen, die gekommen sind, sondern das sind die Entscheidungen. Sie wissen, dass das lange dauern kann,
von einer Antragstellung, bis hier endlich mal entschieden wird. Aber das ist das einzig klare Bild, das uns darüber gibt, wie berechtigt es ist. Da können wir uns nur auf die Entscheidungen konzentrieren. Und da hatten wir, wie Sie sehen, 128.000 Entscheidungen im Jahr 2014 und von Leuten, die stellen hier einen Antrag auf Asyl. Ich weiß nicht, wie viele Anträge Sie bereits in Ihrem Leben so gestellt haben. Ich habe eine Menge schon gestellt. Es gibt keinen Antrag auf dieser Welt, den man leichter stellen kann als einen Asylantrag. Bitte? Ein Wort, Asyl? Ja, Asyl. Ein Wort reicht. Asyl, und es gilt als ein komplett gestellter Asylantrag. Ich glaube, das ist gut so. Ich glaube, dass Leute, die irgendwo auf dieser Welt politisch so verfolgt werden oder so, die können vielleicht nicht die ganze deutsche Bürokratie so kennen und die Unterschiede zwischen Asyl oder Nicht-Asyl, dass man es denen so leicht macht. Vielleicht, das ist, glaube ich, noch nicht so der Fehler. Dann wird überprüft, wie viele von denen, die kommen, sind tatsächlich asylberechtigt. Oder sehen Sie die Zahl? 1,8%. 1,8% von denen, die kommen, sind wirklich asylberechtigt, entsprechend Artikel 16a Grundgesetz. Und Sie sehen auch, wenn Ihnen die Zahlen jetzt einfach mal hochgehen von den 1,8%, das war in den Vorjahren ja auch nicht gerade mehr. Ne? Das war nicht ein besonderes Jahr, sondern eher sogar noch ein besonders hohes Jahr. Aber, daher rührt uns die komische Zahl der NPD. Die NPD sagt immer 98% sofort abschieben. Das geht so nicht. Aber es kommt daher, weil die sagen, Asyl, wirklich Asylberechtigte unter 2%. Es ist aber so, dass wir nicht nur aufgrund des Grundgesetzes, Artikel 16a Absatz 1 des Grundgesetzes, verpflichtet sind, Menschen aufzunehmen, sondern auch völkerrechtlich. Deutschland, wie alle EU-Staaten, und es ist keine Viererpakt, das ist mir immer wichtig dazu zu sagen, Island, Norwegen, Liechtenstein, Schweiz, Deutschland hat die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet und ist demzufolge auch verpflichtet, Kriegs- oder Bürgerkriegsflüchtlingen hier in irgendeiner Weise Schutz zu vermitteln. Das ist im Grunde genommen die einzige Gruppe, die man wirklich als Flüchtlinge, Sie sehen auch davon Anerkennung als Flüchtling, 24,1%. Da stecken die Syrer, ne, jetzt heutzutage. Denn das sind ja auch teilweise Menschen, die sind nicht wirklich politisch verfolgt. Die haben sind vielleicht noch nie in einer politischen Partei gewesen. Denen ist Politik vielleicht auch ziemlich egal. Das sind Menschen, die erleben diese Kriegs- und Bürgerkriegssituation und wollen da einfach nur raus und weg. Und das sagt die Genfer Flüchtlingskonvention, 31 bis 34 ist das alles, die bekommen eine Anerkennung als Flüchtlinge. Wie Sie sehen, 24%. Dann aber, wie gesagt, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird weiter geprüft, ob Sie, auch wenn Sie nur Asyl gesagt haben, ob Sie noch eventuell ein subsidiär Schutzberechtigter sind. Ich meine das wohl überhaupt nicht. Subsidium heißt ja nicht die Hilfe, also hilfsweise. Das passt aber auch in die Übersetzung. Das sind sozusagen übrig gebliebene, sonstige Schutzberechtigte. Und ich bin mir sicher, es würde der ganze Abend hier vergehen, wenn ich Ihnen erklären würde, was das für Menschen sind. Das ist kunterbunt, ist total gemischt, subsidiär Schutzberechtigte. Da gehören zum Beispiel auch Leute, eben wie Homosexuelle, die eine Todesstrafe darauf geht, dazu. Aber auch ganz, ganz merkwürdige Sachen. Ich sage Ihnen mal, versuchen wir mal ein Beispiel zu erklären, wie alles subsidiär schutzberechtigt ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind Perser, also Bewohner des Iran, die leben in Teheran. Stellen Sie sich vor, Sie können Ihren Nachbarn nicht leiden und schneiden ihm die Kehle durch. So, Sie werden erwischt, werden verhaftet, kommen vor Gericht und werden zur Höchststrafe dort verurteilt. Wenn Ihnen das jetzt gelingt, aus dem Knast rauszukommen, nach Deutschland zu fliehen und Asyl zu rufen, dann wird geprüft,
ist der politisch verfolgt? Nee, ist er nicht. Also, nee. Ist der, kommt der aus dem Kriegs- oder Bürgerkriegssituation? Ja, nee, ein bisschen. Aber wenn der jetzt abgeschoben wird, die Höchststrafe auf Mord ist im Iran die Todesstrafe. Deutschland aber hat sich gegen die Todesstrafe entschieden. Das heißt nicht nur, dass wir hier keine ausüben, sondern das heißt auch, wir schieben nicht ab in Länder, wo den Betroffenen die Todesstrafe droht. Das gibt, ne? Der also, der darf hier spazieren gehen und hier von uns alimentiert und kann sich hier. Ist so. Die fallen unter den subsidiären Schutzberechtigten. Also kunterbunt, was für Leute da so drunter sind. Es ist also. Also er muss hier noch nicht mal eine adäquate Strafe, also es ist noch nicht mal, ich bin gegen die Todesstrafe, ich finde es richtig, dass er hier bleibt, immer davon abgesehen. Aber er müsste dann hier dafür bestraft werden, für, nach unseren Gesetzen, was er da, wo auch immer auf der Welt getan hat. Ja, da geht es mir aber nicht, das ist so. Erinnern sich noch an den Postraub, die Gentleman in Sarkastik, der Ronald Biggs, der in Brasilien ein wunderbares Leben geführt und immer wieder gemacht hat. Das ist dann eben so. Gut, okay, dann gibt es noch eine vierte Gruppe. Die Personen, die mit Abschiebeverbot belegt sind. Das ist jetzt von der Konstruktion her etwas sehr Schwieriges. Das ist auch die einzige der Bleiberechtsgründe, für die man ein Sonderverfahren durchführen kann. Das sind in der Regel medizinische Gründe. Es gibt also Leute, wo man sagt, sie sind nicht politisch verfolgt, noch keine Kriegsflüchtlinge, auch keinen subsidiären Schutz. Aber stellen Sie sich vor, da haben Sie eine Familie und ein Kind hat Hämophilie A, also diese Bluterkrankheit, deren Behandlung so unglaublich in die Krankenkasse in die Knie zwingen kann, die kaum möglich ist. Da wird gesagt, dass da wird ein Abschiebeverbot ausgesprochen. Also ich habe die Sachen, die ich bisher durchforstet habe, habe ich nur diese Fälle genommen, dass dann gesagt wird, okay, kein wirklicher Bleibegrund ist nicht da, aber gleichzeitig ein Abschiebeverbot. Und wenn wir das jetzt, wie hat der Aufsichtsrat gesagt, wenn wir das jetzt alles zusammenkramen, was Leute als Gründe haben und was anerkannt wird, die Anerkennung, dann werden wir sehen, wir nehmen alles zusammen, da sind wir bei 30%. Anerkennung oder was jetzt? Bitte? Anerkennung oder? Ja, die Anerkennung. Stimmt. 1,6, 5,6, 29,7, 31,5. 70% derjenigen, die hier als Flüchtlinge ankommen, sind gar keine. Das ist die Zahl, die uns auch Frau Petri da oder dort im Talk schon gesagt hat. 70% derjenigen sind gar keine Flüchtlinge. Da muss ich angucken. Das Problem ist, dass man es dem auch nicht so ganz ansieht. Weil wir haben hier nämlich eine Unterscheidung zwischen den Ablehnungen, 33,4%, und sogenannten formellen Entscheidungen. Man könnte auch sagen, es sind nur 33,4% Ablehnungen. Aha. Alle formellen Entscheidungen sind Ablehnungen. Alle. So können Sie fragen, wie kommen wir eigentlich zu einer solch merkwürdigen Zahl von formellen Entscheidungen beim Asyl? Nun, das ist eine aberwitzige Geschichte. Sie wissen, was die größte Gruppe, das kann ich jetzt nicht vordermäßig ausholen, die größte Gruppe ist, die zurzeit nach Deutschland kommt, die Syrer. Das ist die zweitgrößte. Albanier? Gerade noch, ja, jetzt und danach die Serben. Jetzt im Moment die Afghanen. Die Serben, jetzt kommen die Afghanen gerade. Die Serben kommen. Bei den Serben hat sich was Merkwürdiges entwickelt. Vielleicht kennen Sie das, dass in Deutschland gibt es Menschen, die noch die Sonnenseiten des Rentensystems oder als Beamte der Pensionierung mitbekommen haben, die sozusagen ein Zwei-Staaten-Leben führen. Es gibt eine ganze Menge gut situierter Rentner, die haben inzwischen ihre Eigentumswohnung auf Mallorca. Die verbringen hier den Sommer und sobald ihnen hier zu kalt wird, gibt es ab in irgendeine Urbanisation und da ist dann Highlight und da geht es richtig toll und prima. Zu Weihnachten werden die Enkel dazu geholt und wenn es dann wirklich richtig heiß wird, kommen sie wieder hin und legen